Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Gesine, das war gerade Gundermann. Dass wir gerade Gundermann gehört haben, hat was damit zu tun, dass sich einige Genossinnen und Genossen aus dem Landkreis Bautzen gewünscht hatten, wir mögen doch mal wieder in Hoyerswerda einen Landesparteitag abhalten. Nun tagen wir dieses Wochenende nun doch leider nicht in Hoyerswerda, aber wir spielten Gundermann, einen großen Bürger Hoyerswerdas. Gerhard Gundermann lebte... Gerhard Gundermann lebte viele Jahre in Hoyerswerda und später im Spreetal. Gundermanns Biografie enthält unwahrscheinlich viele Brüche. Der Rausschmiss aus der Offiziershochschule in Löbau, der zweimalige Eintritt in die SED, zweimal ausgeschlossen, wegen unerwünschter eigener Meinung. Seine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit kommentierte er später so: Ich sehe mich nicht als Opfer und auch nicht als Täter. Ich habe mich mit der DDR eingelassen. Mit wem sonst? Und ich habe ausgeteilt und ausgesteckt. Und ich habe gelernt. Deswegen bin ich auf der Welt. In dem Song von Gundermann, den wir gerade gehört haben, hieß es: Alle oder keiner. Und das gilt auch für unsere Partei, für unsere plurale Linke. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Nicht von unseren Konkurrenten und Gegnern, aber lasst uns ebenso nicht deren Geschäft machen. Lasst uns energisch den Versuch entgegentreten, uns in echte und falsche Linke, in rechte und Linke, in alte und neue Linke zu spalten. Wir sind die Linke, und zwar alle, oder keiner von uns wird die politische Bedeutung haben, wenn wir als Partei versagen. So erfolgreich der hinter uns liegende Erfurter Parteitag in dieser Hinsicht war, so klar muss uns aber auch sein, dass wir in der Sorgsamkeit, mit der wir mit uns, mit unserer Partei umgehen, nicht nachlassen dürfen. Liebe Genossinnen und Genossen, welche politischen Aufgaben zu leisten und welche Herausforderungen dabei zu meistern sind, werden wir nun heute mit dem Leitantrag beschließen und diskutieren. Der Leitantrag beschreibt und analysiert zunächst aktuell die politischen Rahmenbedingungen unserer Partei in Sachsen. Wir befinden uns in Zeiten, in denen sich relativ schnell vieles ändert. Manches, was gestern galt, wird morgen wieder über den Haufen geschmissen. Es bedeutet zwar nicht, sich vordergründig ständig einem Zeitgeist anzupassen, aber wir sollten dennoch regelmäßig überlegen, welche neue Antworten müssen wir geben. Oder aber nach einer Analyse feststellen, wir hatten bereits die richtigen Antworten. Oder das, was gestern noch unser Alleinstellungsmerkmal war, kann heute schon auf der Agenda vieler Parteien stehen, kann sogar gesellschaftlicher Mainstream geworden sein. Und nebenbei bemerkt, das wollen wir doch eigentlich. Aber daraus folgen Konsequenzen für unsere Partei, für unsere Strategie, für unseren Erfolg. Politik und Gesellschaft sind in ständiger Bewegung. Auch wenn es kurzfristig sicher sinnvoll ist, aufzuzeigen, wann und wie die politische Konkurrenz welchen Fehler gemacht hat, es muss uns klar sein, dass das nicht ausreicht. Denn es wird uns in der jetzigen, von der CDU gerade wieder angestoßenen Mindestlohndebatte nicht viel nützen, wenn wir nur betonen, dass wir das immer schon und außerdem viel besser gesagt haben. Vielmehr müssen wir unsere linken Grundpositionen, die unter allen Umständen die soziale Frage auf die Tagesordnung setzt, unsere Positionen weiterentwickeln. Neue politische und gesellschaftliche Umstände können deshalb nicht nur mit einem Verweis auf die Vergangenheit erfolgreich beantwortet werden. Eine auf immer feststehende richtige Strategie, die unter allen Umständen gilt, gibt es höchstwahrscheinlich nur sehr abstrakt. Im Konkreten, in der Wirklichkeit, können wir uns niemals ausruhen. Für die Weiterentwicklung unserer Partei ist es von enormer Wichtigkeit, dass wir uns immer wieder prüfen und fragen. Wer keine Fragen hat, hat auch keine Antworten. Liebe Genossinnen und Genossen, zunächst ist festzustellen, dass die Linke in Sachsen organisatorisch gut aufgestellt ist. Außer der CDU ist keine Partei so flächenmäßig in Sachsen organisiert. Uns ist aber auch bewusst, dass wir unter einem weiterhin anhaltenden Mitgliederverlust leiden und somit eine Unterjüngung der Partei in nächster Zeit nicht zu befürchten ist. Hier unterbreitet der Leitantrag Lösungsvorschläge. Unser Problem ist wie folgt zu beschreiben. Viele unserer aktiven älteren Genossinnen und Genossen sind die, die die Wende aktiv mitgestaltet haben. Und denen wir das Ansehen der Partei und ihrer Aktionsfähigkeit im hohen Maße verdanken. Ohne aber jemanden zu nahe treten zu wollen, diese Aktionsfähigkeit schwindet mehr und mehr aus Altersgründen.
Die Form und Möglichkeiten der politischen Arbeit waren damals andere, als die junge Generation sie heute pflegt. Aber das äußere Erscheinungsbild der Partei wird heute noch, vor allen Dingen vor Ort, von den Genossinnen und Genossen der Wendezeit geprägt. Peter Posch, unser langjähriger Landes- und Fraktionsvorsitzender, schrieb kürzlich in einem Text, der sich mit dem Thema Mitgliedergewinnung beschäftigte, Zitat: Die Dialektik der Problematik besteht darin, dass die Partei letztlich nur in dem Maße für Jüngere attraktiv werden kann, in dem auch Jüngere in die Partei eintreten. Und weiter: Die Linke hat keine bedeutsamen inhaltlichen Probleme, keine programmatischen Probleme, haben wir ja auch gerade gelöst in Erfurt. Sie hat vor allen Dingen ein Imageproblem. Zitat Ende. Und recht hat er. Auch wenn die Menschen in unserer Gesellschaft heutzutage zum Glück immer älter werden, neue Wählerschichten gewinnt man eher in jüngeren Generationen, weil die sich oft noch nicht politisch festgelegt und entschieden haben. Deswegen müssen unsere Lösungsvorschläge und die Weiterentwicklung unserer Partei immer eine Doppelstrategie beinhalten. Wir brauchen die klassischen Kommunikationswege und Methoden, zum Beispiel lokale Parteizeitungen und Beratungen vor Ort. Und wir brauchen ein Modell mit online-basierten Informationszugang. Schon aus Zeit- und Kostengründen werden wir uns zukünftig viel öfters virtuell treffen und abstimmen müssen. Mit gutem Beispiel geht hier der Kreisverband Westsachsen voran. Die Genossinnen und Genossen, die über einen, ihr wisst ja noch gar nicht, was jetzt kommt, die Genossinnen und Genossen, die über einen Internetzugang verfügen, die bekommen die neuesten Informationen per E-Mail. Und die anderen, um sie nicht auszuschließen, erhalten sie die regelmäßigen Informationen aus dem Vorstand per Brief nach Hause geschickt. Es muss eben immer sichergestellt sein, dass sich alle, die das möchten, direkt beteiligen können und niemand ausgeschlossen wird. Beide Formen der Kommunikation und der Entscheidungsfindung stehen gleichberechtigt nebeneinander. Mit den von mir gestern ausgerufenen Dialog für Sachsen planen wir genau diese Doppelaufgabe zu erfüllen. Wir werden diesen Dialog in der realen Welt, aber auch in einer neuen Form in der Online-Welt führen. Jede und jeder soll sich dort beteiligen, wo er oder sie sich wohlfühlt. Liebe Genossinnen und Genossen, der vorliegende Leitantrag ist kein Produkt in der Weise, dass jemand mal das eine oder das andere anpacken möge, sondern es ist das Ergebnis harter und ehrlicher Arbeit sehr vieler Genossinnen. Nehmen wir die 5 inhaltlichen Hauptthemen, über die wir ja gestern schon mal kurz gesprochen haben. Wenn man dahinter blickt, dann ist erkennbar, dass auf jedem dieser Felder doch erheblich viele Genossinnen und Genossen viel Zeit und Denken investiert haben. Im Ergebnis verfügen wir jetzt über die Grundlage, die wir brauchen, um deutlich vor der nächsten Landtagswahl in einen Dialog für Sachsen einzutreten. Wir können mit den vielen Ideen, die unsere Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitikerinnen, unsere Bürgerrechtlerinnen, unsere Ökologinnen, unsere Kultur- und Bildungspolitikerinnen entwickelt haben, selbstbewusst in die Öffentlichkeit treten. Aber wie gestern schon gesagt, wir müssen es dann aber auch tun. Wir werden